Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern bei Tisch war, wurde er im Innersten erschüttert und bekräftigte: Amen, Amen, das sage ich euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte. Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu, es war der, den Jesus liebte. Simon Petrus nickte ihm zu, er solle fragen, von wem Jesus spreche. Da lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: Der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde. Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Jesus sagte zu ihm: Was du tun willst, das tu bald. Aber keiner der Anwesenden verstand, warum er ihm das sagte. Weil Judas die Kasse hatte, meinten einige, Jesus wolle ihm sagen: Kaufe, was wir zum Fest brauchen. Oder Jesus trage ihm auf, den Armen etwas zu geben. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht. Als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht, und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen, und er wird ihn bald verherrlichen. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen, und was ich den Juden gesagt habe, das sage ich jetzt euch. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Simon Petrus sagte zu ihm: Herr, wohin willst du gehen? Jesus antwortete: Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus sagte zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich hingeben. Jesus entgegnete: Du willst für mich dein Leben hingeben? Amen, Amen, das sage ich dir. Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Gelobt sei Jesus Christus. Am Dienstag der Karwoche wird uns ein Evangelium geschenkt, das uns zwei Personen in interessanter Weise gegenüberstellt. Auf der einen Seite Judas Iskariot. Jesus prophezeit den Jüngern, dass ihn einer von ihnen verraten würde. Und durch ein Zeichen entlarvt er den Verräter. Gemeinsam mit ihm taucht er einen Bissen Brot in die Schüssel. Der Evangelist Johannes beschreibt mit kurzen Worten, was in Judas vorgegangen sein muss. Es war Nacht. Das ist nicht nur die Beschreibung der Tageszeit. Es ist dunkel geworden im Herzen dieses Judas, in ihm, der noch vor kurzem den Herrn auf seinem Einzug nach Jerusalem begleitet, der ein eifriger Jünger war, der aber vermutlich auch völlig falsche Vorstellungen von dem hatte, was Jesus hier in Jerusalem tun würde. Gestern haben wir dann schon gehört, wie er zum Kritiker an dem wurde, was Jesus tat oder zuließ. Und nun wird er zum Verräter. Auf der anderen Seite Petrus. Mit ganzem Herzen will er Jesus folgen. Er ist jener, der immer wieder Fragen gestellt hat, der auch immer wieder eine kleinere oder größere Kopfwäsche von Jesus dadurch verabreicht bekommen hat. Und jetzt will er nicht mehr von der Seite des Herrn weichen. Er will daher auch die Zurückweisung nicht akzeptieren. Warum sollte er nicht dorthin gehen können, wohin Jesus nun aufbricht? Warum sollte er nicht seine Bereitschaft wahrmachen, sein Leben für seinen Herrn und Meister einzusetzen? Doch Jesus prophezeit ihm, dass er schwach wird, dass er sogar leugnen wird, seinen Meister zu kennen. Beide Jünger stehen heute als mahnendes Zeichen vor uns. Wo das eigene Ich zu stark durchdringt, wo wir uns ein falsches oder ein verzerrtes Bild von Jesus gemacht haben, da stehen wir in der Gefahr, in die Rolle des Judas zu stürzen, alles aufzugeben, sich vom Herrn abzuwenden. Wo wir aber meinen, nichts könne uns von Jesus trennen, unser Leben, unser Glaube, unsere Frömmigkeit würde uns davor bewahren,
Dort lauert die Gefahr, dass wir schwach und ängstlich werden, wie es dem Petrus in der Nacht des Gründonnerstags ergangen ist. Beide Personen werden uns heute vor Augen gestellt. Dass wir unser eigenes Tun, unser Denken und Fühlen neu betrachten lernen, um dem Herrn richtig und ehrlich nachzufolgen, das dürfen wir in diesen Tagen neu bedenken. Gelobt sei Jesus Christus.